Hallo meine lieben Luftzeichen, herzlich willkommen alle Zwillinge, Wagen und Wassermänner für euer Reading aus dem Tarot für die erste Julihälfte. Ja meine Lieben, wenn du heute zum ersten Mal zuschaust, ganz kurz, die Karten lege ich immer vorher bereits aus. Sie springen während des Missions aus dem Deck, indem ich mich auf die unterschiedlichen Positionen konzentriere. Das erkläre ich dann natürlich hier noch im Laufe des Readings. Und eigentlich bitte ich immer um eine Karte. An zwei Positionen wollten hier zwei Karten gleichzeitig fallen. Deswegen habe ich sie auch beide aufgelegt. Ich mache im Anschluss eine Meditation über der Legung und bitte um zusätzliche Impulse zur Deutung. Ganz wichtig aber bei den allgemeinen Readings tatsächlich, spür in dich hinein. Ja, wenn du fühlst, mit den Botschaften gehst du in Resonanz, ja, da bewegt sich was in dir, dann sind sie auch wichtig für dich. Wenn du dich allerdings nach 5 Minuten immer noch fragst, von was ich hier spreche, dann darfst du davon ausgehen, dass du diesmal nicht in der Gruppe bist. Ja, dann schau dir gerne noch die Legung für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen an. Denn manchmal passen die Readings dann besser, wenn diese Zeichen einer anderen Elementegruppe angehören. Ja, wenn du jetzt meinen Kanal schon länger verfolgst und bei dir geht es um ein Erdzeichen und ein Wasserzeichen. Ja, ich traue es mir gar nicht sagen, weil ich muss selber schon manchmal schmunzeln, wenn ich die Karten dann sehe. Es zieht sich wie ein roter Faden durch meine Luftzeichenlegung. Wenn es also so ist, dass du dich damit immer gut in Resonanz befunden hast, dann wird dieses Reading auch wieder sehr, sehr stimmig für dich sein. Ich beginne mit der Hauptenergie. Eine einzige Karte wollte fallen, und zwar eine gewaltige Karte aus der großen Arkana des Tarots, der Herrscher. Der Herrscher verkörpert eine unglaubliche Klarheit, ja. Er hat Ziele, er weiß genau, was er möchte, und er ist, genau wie die Herrscherin, wirklich Autoritätsperson über sein eigenes Reich. Das heißt, es könnte in diesen kommenden 2 Wochen für dich vor allem darum gehen, weiter in deine Klarheit zu kommen. Dir wird immer bewusster, was du möchtest und vor allem auch, was du nicht mehr möchtest. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Du setzt dir Ziele, du bist voller Tatendrang, ja. Und vor allem auch, nehme ich ganz stark wahr zu dieser Hauptenergie, du lässt dich von nichts und niemandem mehr verunsichern. Das erscheint mir irgendwie wichtig zu sein. Es könnte sein, dass im Außen, ist ja vielen von euch so gegangen in den letzten Monaten, immer mal wieder Manipulationsversuche unternommen wurden, ja, oder du hattest so dieses Gefühl, mehrere Menschen ziehen an dir, so quasi, ja. Aber mit dieser Energie kannst du da gut dagegen vorgehen. Also das nehme ich ganz positiv wahr hier mit dem Herrscher als Gesamtenergie. Du weißt, was du möchtest. Ich möchte euch jetzt eigentlich die Karte an der Unterseite des Decks nicht vorenthalten. Schaut mal, ist es nicht wundervoll? Es liegen die 2 Kelche, eine der Seelenpartnerkarten des Tarots, an der Unterseite des Decks. Und es passt natürlich wundervoll in diese hochtransformatorische Zeit, die wir gerade erleben in den Seelenpartnerprozessen. Ja, also da tut sich unglaublich viel. Wer meine beiden Readings dazu gesehen hat für die Energien im Monat Juli, wird es bestätigen, diese Energien, die derzeit den Seelenpaaren zur Verfügung stehen, sind wahnsinnig förderlich, wirklich für Vereinigungen, für das Zusammenkommen. Und hier scheint es also, weil diese beiden Karten sind ja quasi so die Überschrift über diesen ganzen Reading, scheint es also um eine Seelenpartnerschaft zu gehen, oder muss jetzt nicht zwingend sein, es könnte auch einfach um eine Wunschbeziehung, um eine Liebesbeziehung gehen, die dir am Herzen liegt, ja, die du dir wünschst, die du dir ersehnst mit einem Partner, der für dich wirklich ein wahrer Schatz ist, ja, also dein Herzensmensch. Und jetzt kommen wir zum Münzkönig, ja. Also, meine Lieben, wenn es tatsächlich jetzt wieder für euch der Fall ist, bitte kommentiert, ja, damit neue Zuschauer nicht denken, ich mache Spaß, aber dieser Münzkönig fällt ja seit Monaten in eure Legung. Wenn du die Geschlechter, ja, bei den Königskarten, bitte immer bedenken, sind nicht definiert festgelegt, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel für eine Frau schaust oder wenn eine Frau in deinem Leben eine Rolle spielt oder gespielt hat, ja,
und die ist Erdzeichen oder in der Energie der Erdzeichen, dann siehst du sie einfach als die Münzkönigin. Und ich frage ja in der Position immer, woher kommst du? Ja, aus deiner jüngsten Vergangenheit. Und da fällt der Tod mit dem König der Münzen. Das ist quasi die Fortsetzung vom Juni. Ja. Es ist scheinbar tatsächlich etwas zu Ende gekommen mit diesem Erdzeichen. Es ging ja in der Vergangenheit oft darum, dass du dich in einer, ja, sage ich mal, unbefriedigenden Beziehung befunden hast, ja, die dir keine Leidenschaft, keine Lebensfreude, keine... ja, richtigen Impulse mehr bieten konnte, und es hat lange gedauert, ja, bis hier wirklich der Schritt stattgefunden hat, sich zu lösen, aber bei einigen scheint es tatsächlich der Fall zu sein. Es könnte jetzt entweder sein, dass du tatsächlich etwas beendet hast mit diesem Münzkönig oder der Münzkönigin, ja, der Tod steht dafür, dass etwas zu Ende geht, damit dann auch letztendlich etwas Neues beginnen kann. Ja, denn der Tenor in den letzten Readings war ja, dass ihr in einer bestehenden Beziehung eigentlich schon sehr lange Zeit unglücklich wart, aber ihr habt ja einen Herzensmenschen, ja, zu dem ihr euch hinsehnt, und das könnte durchaus ein Seelengefährte sein. Was mir zu den beiden Karten aber auch in den Sinn kam, und ich möchte euch ja immer möglichst viele Möglichkeiten ja auch anbieten, dass ihr hineinspüren könnt: Es könnte sein, dass dieser Mensch, ja, um den es hier geht, eine wahrliche Transformation durchlebt hat und von sich aus vielleicht jetzt ganz anders auftritt, ja, dir gegenüber, aber eventuell auch der Beziehung gegenüber. Also ich schließe nicht aus, dass der Münzkönig sich hier tatsächlich aus der Beziehung entfernen möchte oder entfernt hat. Ja, also das könnte auch sein. Einfach spür in dich hinein, was jetzt mit dir in Resonanz geht. Was ich in Verbindung mit dem Herrscher noch sagen möchte, das ist ein Szenario. Ich habe jetzt nämlich durch die vielen Kommentare bei den Seelenpartner-Readings, wo es ja auch um Kinder ging oder um ein Kind ging, das eventuell eine Rolle spielt, habe ich erfahren, dass dieses Thema Kind doch bei vielen von euch tatsächlich präsent ist momentan. Und da möchte ich jetzt nur mal kurz darauf hinweisen, dass der Herrscher auch sinnbildlich für die Vaterfigur steht. Also das heißt, im weitesten Sinn des Wortes könnte es auch hier tatsächlich darum gehen, dass vielleicht du mit dem Vater deines Kindes bislang zusammen warst, ja, und dich jetzt aus dieser Verbindung löst, und das aber diesem Menschen sehr, sehr hart ankommt. Ja, also das würde sehr gut zu den Seelenpartner-Readings passen, dass er hier regelrecht einen großen Verlust betrauert, weil er spürt, er verliert das Kind oder zumindest die häusliche Gemeinschaft mit dem Kind. Ja, natürlich könnte der Vater, der Herrscher hier auch deinen Vater repräsentieren. Dass in irgendeiner Art und Weise dein Vater oder eben auch Erfahrungen, die du in deiner Kindheit mit deinem Vater gemacht hast, im Zuge dieser ganzen Entwicklungen eine Rolle für dich spielen. Also darauf möchte ich nochmal hinweisen, der Herrscher symbolisiert im Tarot auch die Vaterfigur. Ja, also wir sehen jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt, denn wie sich es weiterentwickelt, lässt eigentlich schon vermuten, das war auch wieder meine erste Intuition, dass hier tatsächlich diese Verbindung, in der sich viele von euch nicht mehr wertgeschätzt, ja, nicht mehr liebevoll und respektvoll behandelt gefühlt haben, tatsächlich zu Ende gegangen ist. Ich frage dann, wie entwickelt sich die Energie weiter, so in Richtung nächster Woche, und da fällt jetzt die Königin der Kelche. Könnte natürlich auch der König der Kelche sein, also das heißt, es könnte nächste Woche ein Wasserzeichen eine große Rolle für dich spielen, ja. Wenn die Königin der Kelche fällt, könnte es sich, wenn es sich um einen Mann handelt, um einen sehr, sehr gefühlvollen Mann handeln. Ja? Die Geschlechter, wie soll ich sagen, teilen eigentlich diese Königskarten noch so ein bisschen von den Eigenschaften her auf. Ja? Wenn die Königin fällt von einem Element, dann ist es eher so ein bisschen die, ich sag mal, weiche Variante. Ja? Und wenn der König fällt, dann ist es die vehemente Variante dieses Elements. Also dann sind diese Eigenschaften sehr, sehr stark nochmal mit diesem männlichen Aspekt unterlegt. Und bei den Königinnen geht es nochmal mehr in die weibliche Richtung. Ja? Also wenn du jetzt das Gefühl hast,
Ein Wasserzeichen Mann spielt für dich eine Rolle, könnte nächste Woche eine wichtige Rolle für dich spielen. Dann dürfte es sich bei diesem Mann tatsächlich um einen sehr intuitiven, emotionalen und gefühlvollen Menschen handeln. Wenn du jetzt kein Wasserzeichen im Sinn hast, dann könnte das auch deine eigene Energie sein. Denn die Luftzeichen, ja, die sind ja von Haus aus schon sehr klar, ja, sehr zielorientiert. Die lassen sich nicht so leicht was vormachen, ja, die wissen, was sie wollen. Und vielleicht kommt jetzt durch das, was hier passiert, ja, so deine weibliche Seite noch besser zur Geltung. Würde natürlich auch sehr schön hier zu den zwei Kelchen passen, ja. Du siehst ja hier die Königin der Kelche, die hat ihren gefüllten Kelch hier auf dem Schoß bereit, um einem Menschen, ja, der ihr sehr, sehr nahe steht, diesen zu reichen. Da kommt mir jetzt wieder das Bild aus dem Einlasser-Reading für Dual- und Zwillingsseelen, als ich das so deutlich empfangen hatte, als der Kopf von den Einlassern auf dem Schoß lag, von seiner Seelengefährtin, und sie ihn getröstet hat. Ja, das kommt mir hier ganz deutlich, dieses Bild. Wer die Readings gesehen hat, kann vielleicht damit was anfangen jetzt in der Situation, dass du dich so bereit machst, deinen Kelch zu reichen, deinem wahren Gefährten. Ja, denn ich kann hier schon spüren, dass du vielleicht in einer Verbindung warst, wo keine wahre, tiefe Liebe, Herzensliebe geherrscht hat. Und das haben auch die Readings in den vergangenen Monaten gezeigt. Also könnte auch deine Energie sein, ja, diese weibliche Seite von dir zu spüren, gerne deinen Kelch zu reichen, Liebe für dich selbst zu empfinden, auch natürlich in Verbindung mit dem Herrscher, so ein bisschen dieser Stolz, dass du diese Entscheidung getroffen hast, ja, oder dass du diese Situation, auch sollte der andere die Entscheidung getroffen haben, annehmen kannst, weil du weißt, ja, sie dient letztendlich deinem höchsten Wohl. Und dazu passend fällt die Welt, ja, die letzte Karte des Tarots. Ich frage, wie entwickelt sich das Ganze dann in Richtung Mitte des Monats? Und die Welt, ich liebe diese Karte, weil sie steht einfach für die Vollendung. Es ist etwas zu Ende gebracht und das passt so unglaublich hier zu dem Tod. Also es scheint für viele von euch tatsächlich ein Zyklus in eurem Leben jetzt zu Ende zu gehen, ja, der, wie soll ich es ausdrücken, der für euch keine Möglichkeit zur seelischen Weiterentwicklung mehr geboten hat. So kommt es mir jetzt als erstes in den Sinn, ja. Ihr habt erkannt, und das hat sich ja auch in den letzten Monaten in den Readings sehr schön gezeigt, dass ihr in einer Situation stagniert quasi, ja, in der es kein Weiter gibt, keine Lebensfreude, keine Leidenschaft, keine Lebenskraft. Und jetzt scheint es euch tatsächlich zu gelingen, es passt dann auch sehr schön hier zu der oberen Karte, da komme ich dann gleich noch dazu, weil ich diese beiden Positionen ja immer im Zusammenhang bringe. Jetzt gelingt es euch, diesen Zyklus abzuschließen, sodass dann tatsächlich auch etwas Neues entstehen kann. In der Kraft und Energie des Herrschers. Ja, also wundervoll. Auch was ich hier noch assoziiere zu den beiden Karten in Verbindung, muss ich wieder an die Seelenpartner-Readings denken, die ich jetzt gemacht habe. Ja, dieses Nachhausekommen. Die Welt ist die letzte Karte des Tarots, die steht für die Vollendung. Da möchte jemand nach Hause kommen. Und dieses Wort allein, ich habe es aus euren Kommentaren gelesen. Ich danke euch, ja, für diese wertvollen Kommentare und auch eure lieben und wertschätzenden Worte. Ja, ich bin da so berührt, wenn ich lese, was ihr unter dem Video kommentiert. Ich bin da wirklich von Herzen dankbar. Und diese Karte hat ja viele von euch tatsächlich im Herzen berührt. Die Welt, diese Sehnsucht nach Hause zu kommen. Und in den Zwillings- und Dualseelenverbindungen ist diese Sehnsucht in den letzten Monaten, ich würde mal sagen, im Mai hat es begonnen, aber speziell jetzt vielleicht in den letzten beiden Maiwochen, im gesamten Juni, ist diese Sehnsucht der Seelen zueinander so unermesslich groß geworden. Das ist wie ein Magnetismus, der diese Seelen zueinander zieht. Und man spürt so eine wahnsinnige
Sehnsucht, bei dem anderen Menschen anzukommen, heimzukommen, nämlich dahin, wo man geliebt wird, um seiner selbst willen. Dahin, wo es unwichtig ist, wie man aussieht, ja, wo es unwichtig ist, wie viel Geld vorhanden ist, wo es unwichtig ist, welchen Beruf oder welchen Status man hat, wo es auch unwichtig ist, was andere Menschen sagen oder denken, sondern wo man sein kann, wie man ist und genau aus diesem Grund, um seiner selbst willen, geliebt wird. Das ist Zuhause und das meint die Welt. Und es war für viele von euch nicht in der Situation, in der ihr euch jetzt lange Zeit befunden habt. Und dazu passt auch sehr, sehr schön diese Karte. Ich frage ja, was kommt eventuell im Außen auf dich zu, ja? Und da fällt mir den vier Stäben eine super schöne Karte, genau für die Lebensfreude, für die Erfüllung, für Glück. Also das verbinde ich natürlich jetzt wieder mit diesem Seelengefährten oder mit diesem besonderen Menschen, der dir am Herzen liegt, ja, der ja auch immer wieder aufgetaucht ist in den Readings. Und wenn hier etwas zu Ende gehen darf, eine alte Situation in deinem Leben, steht dir im Prinzip dieser Neubeginn schon bevor. Weil wenn diese Karte hier liegt, was kommt im Außen auf dich zu, dann steht sie eindeutig für die Chance und Gelegenheit auf Glück und Erfüllung. Die Karte steht für Hochzeiten, auch für Hochzeiten absolut für Lebensfreude, für Genuss, für Freiheit, für, mir geht das Herz auf bei der Karte, ja. Eine wundervolle Energie, die da von außen auf euch zukommt und vielleicht ja direkt hier von diesem Menschen, von diesem Herzensmenschen, den du dir schon so lange an deine Seite wünschst. Ja, und wenn wir bei Wünschen sind, ja, ich frage hier weiter, welche Wünsche oder Ängste hast du, welche Hoffnungen? Und da wollten auch zwei Karten gleichzeitig fallen, nämlich der Page der Münze und das Rad des Schicksals. Und passender könnte jetzt das Rad des Schicksals in diese Legung nicht fallen, denn du hoffst ganz klar, dass du diese Kraft jetzt hast, diesen Zyklus abzuschließen, damit sich in deinem Leben etwas Neues zeigen kann. Und zwar hoffst du auf Glück. Du hoffst durch die Arbeit an dir selbst, auch an deinem Selbstwert, ja, jetzt deine Ernte einzufahren. Das Rad des Schicksals wollte sich schon lang für euch drehen. Wir hatten diese Karte, ich kann es euch jetzt nicht genau sagen, aber ich erinnere mich schon so ein bisschen immer grob an die Legungen. Ich weiß es vielleicht nicht in jedem Reading, aber bestimmt in jedem zweiten im ganzen Jahr 2018. Und ich weiß noch, dass ich immer gesagt habe, das Rad des Schicksals möchte sich für dich drehen, halt es nicht auf. Ja, denn viele sind ja sehr, sehr lange hier in dieser, ich möchte sagen, unbefriedigenden Verbindung oder Beziehung oder Situation geblieben. Und dieses Rad des Schicksals wollte sich schon länger drehen. Und jetzt liegt es hier nochmal in deinen Hoffnungen und natürlich verbunden mit dem Glück, mit der Stabilität, mit diesem inneren Frieden, den du dir ersehnst. Ja. Ich kann hier zu der Karte auch wahrnehmen, dass du hoffst, dass diese eventuelle Trennung, die hier gerade stattfindet oder stattgefunden hat oder noch stattfinden wird, ja, bedenkt bitte immer, Zeit ist relativ. Das kann sich alles schon ereignet haben, es kann sich aber auch erst in 4 oder 6 Wochen ereignen, ja, denn die geistige Welt kennt nicht die Zeit so wie wir. Ich kann zwar nach diesem Zeitraum fragen, nach den Energien, aber bitte bedenkt immer, dass es fließend ist. Und es kann auch sein, das nehme ich hier wahr, dass du dir sehr, sehr wünschst, dass quasi dieser Zyklus hier, der zu Ende geht, in Frieden abgeschlossen werden kann, sodass tatsächlich jeder Beteiligte, ja, da können eventuell wieder Kinder im Spiel sein, ja, die Pagen repräsentieren ja auch Kinder im Tarot, dass für alle Beteiligten quasi eine friedliche Lösung gefunden wird und es allen dabei gut geht. So kommt es mir gerade so in den Sinn. Da der Page der Münzen hier neben dem Herrscher liegt, kommt mir jetzt wieder nochmal dieses Bild Vater, Kind.
wenn hier Kinder involviert sind, ja, dann ist es für dich vielleicht ein wichtiger Impuls, dass du auch dafür sorgen wirst, dass alles, was hier geschieht, wirklich zum Wohle aller passiert, dass Schlammschlachten vermieden werden, dass Streitigkeiten nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden, ja, dass man bedenkt, dass sich Eltern trennen können, ohne Kindern Schaden zuzufügen. Es ist tatsächlich so. Und ich werde ja immer mal wieder in Nachrichten gefragt, was ist stärker, die Liebe zu meinem Seelenpartner oder die Liebe zum Kind? Vor allem in den Trennungssituationen, ja, wo es darum geht, dass einer eine Familie mit Kindern verlässt, um ein Leben mit dem anderen zu beginnen, ja, der aber immer sagt, er kann nicht aufgrund der Kinder. Und ich habe das schon an einigen Stellen gesagt, vielleicht mache ich auch mal ein extra Video darüber. Wenn euch das interessieren würde, schreibt es bitte in die Kommentare. Dann mache ich mal ein Video drüber, da versuche ich ein Channeling zu machen zu dem Thema Seelenliebe und Kinder. Also wen das interessiert, wer da Interesse dran hat, bitte in den Kommentaren einfach mal unter dem Video vermerken. Vielleicht wäre das mal eine gute Idee, weil ich viele Fragen dazu erhalte. Und ich bin der festen Überzeugung, dass diese Trennung von Eltern bereits im Seelenplan eines Kindes steht. Und da sind wir wieder bei dem Rat des Schicksals. Wenn wir Menschen versuchen, Schicksal aufzuhalten, dann wird das Schicksal uns daran hindern. Dann passieren Dinge, die uns dann dazu bringen, die uns auffordern, unserem Lebensplan zu folgen. Wir Menschen können das Rad des Schicksals nicht aufhalten. Und du hast es verstanden. Du hast es verstanden, ja? Denn dir ist klar, dass sich hier etwas verändern muss oder musste, damit du wieder in deine Lebenskraft, in deine Lebensfreude kommst. Und der Ritter der Stäbe, ich frage ja an der Position auch nochmal nach der Energie Mitte des Monats und dann schon auf die zweite Monatshälfte bezogen. Der Ritter der Stäbe ist genau diese Leidenschaft und dieses Feuer, das dir hier gefehlt hat. Es könnte sich tatsächlich jetzt auch um deinen Wunschpartner handeln, ja, der hier, eben weil du einen Zyklus zum Abschluss gebracht hast, in dein Leben kommt, der dir hier diese vier Stäbe anbietet, passt dir auch gut, Feuerelement, ja. Und diese Karte hat natürlich auch sehr viel sexuelle Energie, ja, da geht es um Leidenschaft, um körperliche Anziehungskraft auch. Denn ich habe immer so bei den Luftzeichen das Gefühl, dass in dieser Situation hier, ja, glaube ich, da war leidenschaftlich jetzt nicht mehr so viel los. Also hatte ich jetzt immer so das Gespür, fielen auch immer wirklich die Karten hier so in den letzten Monaten. Und ich habe aber immer empfangen, ja, dass du dir das so wünschst. Dich würde jemand wieder begehren, ja, du würdest körperlich attraktiv gefunden sein. Da ist jemand, der Lust auf dich hat, ja, so kommt mir das jetzt einfach in den Sinn. Ich sage es einfach so, wie ich es empfinde. Dass da jemand dich anschaut und dann das Gefühl hat, ich muss dich haben, ja. Genauso kommt mir das rüber, denn das habt ihr vermisst hier. Das habt ihr einfach vermisst. Und hier jetzt in diesem Sommer, ja, ich kann nur sagen, liebe Luftzeichen, der scheint heiß für euch zu werden. Da passiert was in der Richtung. Wundervoll, sage ich dann nur. Und die geistige Welt sagt, ja, dein Wunsch wird dir erfüllt. Die Wunscherfüllungskarte, die geistige Welt bringt die neuen Kelche. Die sagt, liebes Luftzeichen, du hast in der Vergangenheit hart daran gearbeitet, deine eigenen Kelche zu füllen. Mit Selbstliebe, mit Selbstwertschätzung. Du hast deine innere und äußere Schönheit erkannt. Deswegen kannst du jetzt auch Sexualität ganz anders genießen. Ja, es ist ja immer so, wenn wir uns selbst lieben und wertschätzen, auch unseren Körper, wenn wir unseren Körper pflegen, wenn wir uns anschauen im Spiegel und betrachten uns selber als wunderschöne Wesen, dann strahlen wir eine unglaubliche erotische Attraktivität aus. Ja, und da ist es vollkommen egal, ob du 50, 70 oder 100 Kilo wiegst. Das macht nichts aus. Ja? Ihr seht es vielleicht manchmal im Fernsehen bei Frauen, die augenscheinlich so eine, was weiß ich, ja, Modelfigur haben, ja, die man in Zeitschriften sieht. Aber da kommt nichts rüber.
die haben keine Ausstrahlung. Und du strahlst ja immer nur das aus, was du in dir, ich sage jetzt mal, am Lodern hältst, ja? Wenn du in dir selber kein Licht entzündest für dich, für deinen Körper, für deine eigene Sexualität, wie willst du das dann ausstrahlen, ja? Also, und hier sagt die geistige Welt ganz klar, du hast deine Kelche gefüllt und dir wird jetzt ein Wunsch erfüllt. Ganz klare Botschaft, dir wird jetzt ein Wunsch erfüllt. Und ich meine, mit den zwei Kelchen, ja, was soll ich noch sagen? Da kann man nichts weiter sagen. Das ist wundervolles Reading. Ich freue mich für euch. Also ich bin ganz begeistert von euren Energien. Macht was draus, meine Lieben. Ja, macht was draus. Reicht euren Kelch dem Menschen, der tatsächlich euer Licht sehen kann, der mit euch zusammen hier verschmelzen möchte, der hier eine wundervolle Zeit mit euch haben möchte. Das Rad dreht sich, ja, super, wundervoll. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt mir sehr gern unter dem Video, ja, ich freue mich über eure Likes, ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bitte momentan wenig persönliche Nachrichten, wenn es geht, und bitte auch keine Anfragen für persönliche Readings. Ich werde im Juli, ich verspreche es euch, meine Warteliste abarbeiten und dann ab, ich sag mal, Ende Juli oder Anfang August auf jeden Fall natürlich wieder neue Buchungen annehmen. Aber aktuell muss ich jetzt erstmal quasi die Warteliste abarbeiten, weil sonst macht mir das so viel Druck, wenn da so viele Readings draufstehen. Und ich will ja für euch auch immer hier in den YouTube-Readings absolut fit sein. Ich würde auch gern mehr machen dazu. Ich freue mich natürlich da über jede Unterstützung, jeder einzelne Euro zählt. Ja, wenn ihr meinen YouTube-Kanal unterstützt, das geht über PayPal, verlinke ich euch in der Infobox. Oder natürlich erfahrt ihr meine IBAN, wenn ihr mir kurz schreibt. Weil ich dadurch natürlich noch mehr Möglichkeit habe, mehr Videos zu machen. Ich bin da auch immer für Themenvorschläge dankbar. Und ja, ich freue mich einfach nur immer über eure Kommentare und diese Wertschätzung. Das ist eigentlich, ja, das ist das Beste, das Schönste, das Wundervollste, was ich erleben darf. Habt jetzt eine aufregende erste Julihälfte, meine Lieben. Ich bin ganz begeistert für euch. Ja, lasst's krachen, ja, genießt den Sommer und ich wünsche euch viel Spaß. Bis bald, eure Uli.